In the future, you know, you are a player with a very high experience. Yes. In the future, I think, and at Borussia Bamberg, you will be seen as a mentor for maybe yes. younger players. Yes. How do you deal with this role, and how is your perception of this role as a mentor? Let's say, when I was very young, they were always telling me that I was very mature for my age. You know, now I'm a little older. and honestly, I feel very, very comfortable with this. I think we have many great young players. I'm happy that if I'm able to give them some advice that can help them about not only about tactically inside the court, but above all how to behave and how to be professional. And nothing is coming, you know, for granted. You know, you have to work every single minute. You have to be focused on basketball. You have to make a lot of sacrifices in order to be successful. You know, as I said, that's my third year. I know that this is one of the, let's say, of my jobs, except of obviously that I'm still, I'm feeling very good and trying to help my team in any game. But as I said, I'm feeling very comfortable and I'm happy if I can help some of these guys. Okay, perfect. Then one last personal question. One can think that if I help other people to develop and become better and better in a team, they may play better and maybe more often than I will play. Yes. So, and maybe even be more respected by the fans. Yes. So, for example, if you're helping Maudolo in his development and he's becoming a big star and he's celebrated by yes. the fans and so on, don't you sometimes think, so what about me, what about my success and what about my earnings? That's very nice. You know what, I will tell you this, for Maudo, that is a great talent, a very good young man that he's developing. Also we have another player, Ali Nikolic, that he's champion of Europe now. And believe me, watching Ali winning the European Championship of basketball a week ago almost, really it was something that, I don't know how to tell you. Also because I had the chance to win it with my national team 12 years ago. Really, when I saw him finish the game and winning it, it was an incredible feeling for me. Because he came a young kid 2 years ago in this team, shy, half of how he is right now, you know, with less muscles and everything. And watching him progress every day with his hard work above all, with his will, with his, with a desire to want to improve. That's the most important thing. If a person doesn't want to improve, then he can have the best help of the world. But so going back to Ali, for me it's a great thing because I had the chance to do a lot of things in my career, and I see myself as a mentor. And a goal of mine, I'm not going to play forever. So a goal of mine is to. Let's say I'm one of the leaders of this team already 2 years. If I will stop playing in some years from now, in 2-3 years, and I see these guys developing great leaders, for me it's going to be a great joy. And I think it's going to be great also for the organization itself. To summarize this, which advice would you give to people who are too afraid to develop other guys because they think they may become better than I? Yes. I think that above all is the character. Let's say some guys, I think whatever I can tell them, they will never change. But I believe that when you feel good with yourself inside, and let's say you are, you believe on what you are and your capabilities. Then it's easier to try to help the other guys too. And one is this, and second, I think that in general in life, when you try to help other guys, that's my motto, that good things will happen to you too. So again, everybody's different, each individual, but I believe it's always, in general in life, it's always great to help other people. Okay.
Perfect. Du hast ja gerade schon erfahrene Spieler angesprochen, Nikos Zisis zum Beispiel. Wir haben letzte Woche auch so ein Interview mit ihm geführt und ihn gefragt, wie man sich das menschlich mal vorstellen muss, wenn man quasi einem jüngeren, unerfahrenen Spieler hilft, sich zu entwickeln, besser zu werden und er auch deutlich besser wird. Dann könnte man sich vielleicht als älterer, erfahrener Spieler auch sagen, okay, sein Ansehen steigt jetzt bei den Fans, er spielt deutlich öfter, als ich das tue. Bleibe ich dann vielleicht als erfahrener Spieler nicht irgendwann auf der Strecke, wenn halt die Jungen nachziehen? Was glaubst du, wie hat er darauf reagiert? Was hat er dazu gesagt? Wie sieht er das? Oh, interessante Frage. Als Sportler hat man Stolz. Und ich bin noch jung, es ist schwierig, mich in die Situation hineinzuversetzen, aber Nikos hat wahnsinnig viel in seiner Karriere erreicht. Und ich denke, dass da er schon so eine erfolgreiche Karriere hatte, kriegt er wahrscheinlich eine wahnsinnige Freude, wenn er sieht, dass er einem jüngeren Spieler was mitgeben kann. Und ich denke, indem, sagen wir mal, ein jüngerer Spieler Erfolg hat, dem er hilft, das ist auch, sage ich mal, es sagt einiges aus über Nikos und die Art und Weise, wie er etwas mitgeben kann. Und ich denke, darüber freut er sich selber und das sagt aus, was für ein guter Anführer und was für ein guter Spieler er selber ist. Also ich glaube, dass er kein Problem damit hat, wenn ein jüngerer Spieler ein bisschen besser spielt und er ein bisschen ruhiger angehen lässt am Ende seiner Karriere. Hat er auch genauso gesagt. Ja. Hat er gesagt, er ist jetzt momentan einer der Führungskräfte hier, einer der Anführer im Spiel. Ja. Und wenn er in ein paar Jahren seine Profikarriere beendet und dann irgendwann sieht, dass du zum Beispiel oder andere junge Spieler dann selber zu wichtigen Führungspersönlichkeiten hier herangewachsen sind, zeigt ihm, dass er einen geilen Job gemacht hat. Richtig, genau. Das ist genau seine persönliche Wahrnehmung. Genau. In Firmen, die wir viel betreuen, gibt es ganz oft die Angst, dass wenn man eben jungen Talenten den Freiraum lässt, die auch entwickelt, die unterstützt, dass die einem selbst den Rang ablaufen. Ja, ja. Aus der Angst heraus wird ganz oft gar keine richtige Talententwicklung in den eigenen Reihen betrieben. Welchen Tipp hast du denn quasi für solche Firmen, die sagen, oh, ich habe einfach für Führungskräfte, die sagen, oh, ich habe eigentlich viel zu viel Angst, den jungen Mitarbeiter zu entwickeln, weil er besser werden könnte als ich? Boah. Ich finde das eine sehr uncoole Mentalität. Eine sehr eigennützige Mentalität. Klar, für individuell für eine Person, denke ich mal, gibt es Vorteile, wenn jemand anders nicht besser ist als man selber, aber für das gesamte Bild und für die gesamte Firma, denke ich mal, wäre es besser, wenn die Menschen, die Talent haben und etwas wirklich verbessern können, auch die Chance bekommen, das zu tun. Also ich finde, das ist eine Mentalität, die eher schadet, als etwas Gutes tut. Sowohl in der Industrie, sowohl auch im Sport, denke ich. Elias Harris hat dazu letzte Woche gesagt, es ist wahnsinnig wichtig, dass man sein eigenes Ego mal zurückstellt und erst auf den Teamerfolg achtet. Ja. Wie siehst du das? Auf jeden Fall. Wenn das Team erfolgreich ist, dann sieht man individuell auch gut aus. Ich würde lieber in einer Mannschaft spielen, wo, sagen wir mal, ich eine kleine Rolle habe und die Mannschaft ist wahnsinnig erfolgreich, anstatt dass ich pro Spiel 20 Punkte mache und die Mannschaft ist letzter in der Tabelle. Weil da siehst du auch nicht gut aus. Man sieht besser aus, wenn man in einer Gewinneratmosphäre ist und in einem Umfeld, wo man erfolgreich ist. Das reflektiert sich besser auf das Individuum, finde ich.